So, ich werde jetzt keine Rede halten, sondern jetzt kommt der Armin mit einem Protestsong. Na, wo steckt er denn? Ah! Nicht so laut. Danke, Kathi, ja. Robert und der Louis haben schon natürlich das meiste besprochen, das meiste vorgetragen, was man zu dem Thema sagen kann. Es ist kein Wunder, wenn man angesichts der Medienberichte zu der Erkenntnis kommt, irgendeine Strategie steckt dahinter. Der Unbeteiligte wird sich fragen, was machen wir denn überhaupt hier? Deutschland ist doch ausgestiegen. Das Atomthema ist doch durch. Die Energiewende ist beschlossen. Was aber hören wir von den Regierungspolitikern oder lesen wir in den Medien? Die Energiewende führe zu untragbaren Stromkosten. Die Förderung von Photovoltaikanlage müsse und werde drastisch gekürzt. Die Stromversorgung ist nicht mehr gesichert. Atomstrom aus dem Ausland muss zugekauft werden. Die Netze werden zusammenbrechen, sogar Strom aus uralt Ölkraftwerken aus Österreich haben sie importieren müssen. Alles Sachzwänge, muss so sein. Und tatsächlich ist alles eine Riesenhetze gegen die Energiewende. Deutschland exportiert nach wie vor mehr Strom, als es importiert. Auch ins Atomland Frankreich. Aber was macht unsere Regierung? Sie erhöht die Einspeisevergütung für Offshore-Windparks von Großkonzernen, reduziert sie gleichzeitig für kleine, dezentrale Anlagen. Sie führt eine Entschädigungsregelung für diese Offshore-Anlagen ein, wodurch der Verbraucher und nicht der Netzbetreiber Strom zahlen muss, den die großen Energiekonzerne nicht liefern können, weil die Netzanbindung fehlt. Sie besteuert die EEG- und Netzumlagen, wodurch der Strom noch mal teurer wird. Man könnte das endlos weiterführen, das haben alles eigentlich der Louis und der Robert schon gesagt. Die Energiekonzerne verkaufen diese Strategie, die Energiewende als unfinanzierbar hinzustellen mit Billigung der von der Wirtschaft getriebenen Bundesregierung. Könnte da vielleicht jemand Interesse daran haben, doch wieder vom Ausstieg auszusteigen und das dann als alternativlosen Sachzwang hinzustellen, als zu akzeptierende Realität? Ach, wie haben die Weisen gesprochen, ohne Atomkraft wird's dunkel im Land. Und sie hat dann den Ausstieg verbrochen, als alternativlos Atomkraft erkannt. Und sie ließen sich feiern und jubeln, mit der Wirtschaft verbunden im Rausch. Schien der Öko-Blödsinn umwunden, und dann macht's bumm in Japan und aus. Und sie merkt, sie kann sich nicht halten, sie verliert ihre Mehrheit im Land. So gab sie sich geläutert voll Einsicht, sie habe die Wahrheit erkannt. Und die Weissagungen wurden nicht Wahrheit, auch ohne Atomkraft gehen die Lichter nicht aus. Die Überzeugung in mir gewinnt Klarheit, und was lernen wir, Freunde, daraus? Realität ist doch nichts Absolutes. Der Mensch träumt, der Mensch plant, der Mensch tut es. Realität nur erschaffen, nicht für Geld, nicht mit Waffen. Realität ist, was wir daraus machen. Und wenn Kleinmut und Zweifel dich quälen, wenn die Angst dich bedrängt, dann denk nach, denk um, denk neu. Realität ist doch nichts Absolutes. Der Mensch träumt, der Mensch denkt, der Mensch tut es. Realität neu erschaffen, nicht mit Geld, nicht mit Waffen. Realität ist, was wir daraus machen. Wie schnell waren die Bilder vergessen von Fukushima und von Tschernobyl. Es wird nur noch in Euro gemessen, die Energiewende kostet zu viel.
und zahlen tut wieder der Kleine. Der große Konzern, der sackt ein und sie rechnen und tönen, wie sicher ihre Atomkraftwerke doch sein. Sie schaffen Realität mit Preisen, Strom teuer, Mensch Angst vor Not. Als Rettung Atomkraft für alle, Ergebnis Energiewende tot. Und im Hinterzimmer wird Frau Merkel von den Weisen schon wieder belehrt. Wer sich von der Wirtschaft abwendet, denkt unrealistisch verkehrt. Doch Realität ist doch nichts Absolutes. Der Mensch träumt, der Mensch plant, der Mensch tut es. Realität nur erschaffen, nicht für Geld, nicht mit Waffen. Realität ist, was wir daraus machen. Und wenn Kleinmut und Zweifel dich quälen, wenn die Angst dich bedrängt, dann denk nach, denk um, denk neu. Realität ist doch nichts Absolutes. Der Mensch träumt, der Mensch plant, der Mensch tut es. Realität nur erschaffen, nicht für Geld, nicht mit Waffen. Realität ist, was wir daraus machen. Eins hätte ich noch, und zwar ein Lied von Konstantin Wecker, das passt sehr gut in die Weihnachtszeit. Die hohen Strompreise, die müssen nicht sein, das haben wir gehört. Aber setzt man sie in Relation zu den Kosten, die jeder wirklich gerne ohne Murren in Kauf nimmt, setzt man es dazu in Relation, bedenkt, was für Unnötiges ausgegeben wird und welch unschätzbaren Wert eine dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien bringt, unabhängig von Öl- und Gaslieferanten und Preisen, ohne Atommüll und Gefahren und Kosten für zukünftige Generationen. Ein Weihnachtsgeschenk gespart und dafür die Energiewende kann sich dann jeder leisten. Es ist ein unnötiges Jammern und Angstmachen der Medien, ein unnötiges Jammern auf sehr hohem Niveau, ein Angstmachen der Bevölkerung. So einfach jeder selber darüber nachdenken, die Energiewende ist erst vollzogen, wenn das letzte Atomkraftwerk stillgelegt ist. Es weihnachtet sehr und die Dekorateure arbeiten schwer und große Kinderaugen gaffen verzückt auf die neuesten Spielzeugwaffen. Die Stadt ist belagert von Weihnachtsmännern, vorsorglich gereinigt von Punkern und Pennern, im letzten Waschgang weich gespült, dass auch jeder die Reinheit der Liebe erfüllt. Und weiche Flocken aus künstlichem Schnee umsäuseln verträumt dein Portemonnaie. Und draußen, wo wirklich die Kälte wohnt, wo sich das Christkindgesäusel nicht lohnt, drunten in den Asylen und Heimen beginnt wieder das alljährliche Schleimen. Ja, warten Sie dann, die Alten und Armen, auf das behördliche Weihnachtserbarmen. Und obwohl Sie eigentlich gar nichts mehr glauben, haben Sie immer noch leuchtende Augen. Thank you.
und weiße gepflegte Politikerhände beschwören betörend das baldige Ende einer Not, die schon lang nicht mehr nötig ist, doch die beim Fortgehen schon wieder jeder vergisst. Und wie nebenbei wird dann noch angetragen, am Wahltag das richtige Kreuzchen zu schlagen, damit die wirklich großen Weihnachtsgaben bei denen bleiben, die sie immer schon haben. Und eisige Flocken aus rußigem Schnee brennen weiter Löcher ins Portemonnaie. Und sie warten und warten, die Alten und Armen, auf wirkliche Hilfe, auf echtes Erbarmen. Und obwohl sie eigentlich gar nichts mehr glauben, haben sie immer noch leuchtende Augen. Es ist wieder so weit, es Weihnachten zäh, und sie tragen an unseren Geschenken so schwer. Und wir sind ja so jung und so irre gut drauf und helfen schon mal jemand vom Boden auf. Und das muss doch genügen, wir zahlen ja Steuern und wählen doch Männer, die stets was beteuern. Und während wir denen alles glauben, schleicht sich der Glanz aus unseren Augen. Und es bläht sich und füllt sich das Portemonnaie, und in die Taschen der Ärmsten rieselt der Schnee. Dankeschön. Danke, Armin. Das war wieder wundervoll und sehr beeindruckend. Es geht auch ein bisschen unter die Haut. Ich danke jetzt auch nochmal euch allen, die Sie ausgeharrt haben.